Wallah Habibi, guten Morgen. Wallah, was geht? Wie hast du geschlafen? Ah, geht schon, du? War okay, aber ein bisschen viel Downen im Auto. Was, Downen? Downen, ja. Woher kommen die? Vom Down-Syndrom. Okay. Wir haben gestern die Shisha hier hinten ans Auto hingestellt, also wir haben die Matratzen hochgezogen. Und dann hat der Lukas seinen Downen-Schlafsack aus Versehen gegen den Kopf von der Shisha geworfen. Und dann haben wir hier richtig Downen-Party gehabt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie verdammt fein und wie verdammt viele Daunen das sind. Das ist... Ah! Wie ist das? Das ist... Ah! Als hätten wir 10.000 Tauben auf einmal im Auto platzen lassen. Aber gut, da sind wir Klebeband, Mebeband dabei. Jetzt gibt's erst mal Nugatti-Brot, oder? Neue Nugatti, neue Nugatti. Shisha-Kohle anmachen gestern war auch okay. Wir haben auf Tisch stehen gelassen, diese Anzünder. Und jetzt ist ein bisschen... Danny Burnage am Start, ist ein bisschen verbrannt, aber ist okay, ist okay. So ist es. Wenn Wasserpfeife dabei hast, ist immer nur Probleme. Jetzt tun wir erstmal knackig frühstücken und dann steht auf dem Plan, eine Wanderung zu machen, wo ein Wasserfall drin ist, wo eine Trollkirche mit drin ist. Ja, gucken wir mal. Und dann checken wir das ab. Wir sind jetzt am Parkplatz, wo der Weg losgeht in die Richtung zur Trollkirche, was norwegisch ist und so viel wie Trollkirche bedeutet. Da steht aber nicht wirklich eine Kirche, das sind einfach drei Höhlen mit Wasserfälle und obendrauf ist ein See. Und wir latschen jetzt mal los. Im Internet steht so 90 Minuten Aufstiegszeit, also 3 Stunden insgesamt, wenn man sportlich ist. Da wir aber einige Zigaretten kompensieren müssen, können es auch 2 werden. Einfach. Wie bitte? Okay, Vogel ist auch dabei. So Leute, so geht es seit 45 Minuten. Boah. Sorry. Oh, erstmal genüsslich ins Loch rutschen. Ah, oh, beste Leben. Ja, ja, es passt schon. So, was sagt das Schild? Dass du zu langsam warst. Hat deine Fresse. Genau 16:30 Uhr. Eine Stunde. Puh. Also Bratans, hier ist der Eingang zur Höhle. Heißt Sonnenbrille runter. Stirnlampe drauf. Ja, sie hat schon immer ein Geldbierchen, Bruder. Heidemobo, das ist wie ein Computerspiel. Nur bessere Grafik. Ah. Ganz schön zapfig hier. Heidefett! Richtig krank.
richtig geile Booty, Jockey Self. Jotan, geht alles? Ist okay, oder? Ist okay. Boah. Wo geht's denn dahin? Leck mich fett. Ah, da oben geht's zum Pfad, da können wir gleich weiter, gell? Ja. Normalerweise hier. Die Asiaten da unten haben auch ihren Spaß. Workout für heute absolviert. Was für Workout? Bruder, ich muss nachher noch auf Kinderspielplatz Sit-Ups machen. Gut. Passt alles. Boah, konkret. Sonne lacht. Sonne lacht. Das ist wie Achterbahn ohne Acht, euch eine Leiter. Heide Moruk, da geht der Wasserfall runter, wo wir gerade unten waren. Das ist die perfekte Stelle für ein Workout. Ja, das ist auch gar nicht eng oder so. Ja, funktioniert. Also passt. Jetzt geht's wieder gescheit hoch. Kniehoher Anstieg. Another one. Also da waren wir gerade unten. Nice, oder? Und jetzt noch hoch an See, oder? Hä? Das waren doch schon drei jetzt. Ich dachte, da kommt noch eine, oder? Und wo ist jetzt der See? So, da kommst du rein. Frage ist, wie gut kommst du wieder raus? Aber warte, no risk, no fun. Ich check mal, ob es hier was Cooles gibt. Letzte Nacht habe ich an dich gedacht. Hast du nicht gedacht, letzte Nacht, oder? Dann habe ich gedacht, morgen wird Scheißtag und heute ist Scheißtag. Kurwa! Also das Seil geht da runter, aber ich muss sagen, da ist mir die Deckenhöhe eigentlich zu niedrig. Und das Wasserfallgeplätscher kommt von da hinten, also gehen wir da hin. Das sieht doch chillig aus hier. Der ganze Marmor ist übel glatt. Ja. Wir hätten auch einfach direkt Flipflops anziehen können. Ja. Okay, ich glaube, da hinten kommen wir nicht. Da wird die Decke so niedrig. Aber das Weiße, das, der ganze Marmor, es schaut übel geil aus. Krank. Also, das ist zwar nicht gelobt, aber war trotzdem schön, oder? War okay. Ich
Schienbein ist komplett am Arsch hier. Echt, oder? Ja. Ja, dann los. Ja, da kommt das Seil her. Ja. Okay, dann gehen wir den Weg hoch, dann sind wir einmal im Kreis. Nee, nee, das ist das andere Gefühl. Ah, jetzt auch, okay. Okay, also hier kommt das Seil her. Ist okay. Aber wir gehen da lang. Hier ist die 36 Tuning-Treffen. Tuning-Treffen? Müssen wir Koss anrufen, ey. Hier ist Tuning Müning. Koss soll vorbeikommen. Und ein bisschen ist okay machen. Schildkröte Main. Sieht aus wie ein krankes Tier. Nee, das ist eine coole Stellung jetzt, weißt du? Jetzt brauche ich noch eine Zigarette und dann. Was, meine Mutter? Geiler Arsch, gell? Danke. Bitte. Hast du auf Norma gekauft, oder? Habe ich in Zuckerstore gekauft. Zuckerstore? Discoteca ist hier. Discoteca? Ist Untergrund-Discoteca. Das sieht echt schockfüßel aus. Das schaut so geil aus. Und war gut, oder? Geht, oder? Ja. Gut. Ist okay, Alter. Ist okay. Jo. Fix und fertig, hey, ist okay hier auf Gipfel jetzt. Okay, wir sind nicht auf dem Gipfel zugegeben, wir sind auf dem Plateau, da oben ist der Gipfel, den sieht man schon. Aber es ist jetzt 17.53 Uhr und wir müssen noch, ich glaube, 2 Stunden oder so fahren heute. Oder eineinhalb, irgendwie sowas. Und wir haben jetzt noch mal eine Stunde nach unten. Wir haben jetzt eine Stunde auch hochgebraucht. Es sind 500 Höhenmeter etwa. Und ja, jetzt wieder runter. Dann geht's weiter. Aber die Höhlentour war geil, gell? Hat Spaß gemacht, ja. War, ist okay. Schienbein hat gelitten, Knie hat gelitten, Gesicht hat gelitten. Und jetzt los, oder? Mhm. Das war wieder ein ordentlicher Downhill-Run jetzt, King. War okay. Wie lange haben wir gebraucht? Stündle. Nicht so lang. Stündle, oder? Rauf waren wir schneller. Schon krass, wenn man bergauf schneller ist als bergunter. Weißt du, wie ich meine? Also wir fahren jetzt weiter nach Kristiansund. Das ist weiter oben an der Westküste. Und auf dem Weg zwischendrin haben wir ein paar Zwischenstopps eingelegt. Wir waren zwischendrin 2 Tage in Alesund und haben da viel gefischt. Also jetzt geht's noch nach Kristiansund und da werden wir dann morgen den Tag verbringen und dann schauen wir weiter, wo es hingeht. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen wieder. Ich hoffe, die Expedition hat euch getaugt. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Alle Mann ab nach